Ja, hallo. Das war heute, das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, ich muss das ein bisschen hören. Ja, das war heute ein spannender Tag, eine spannende Reise, die wir heute gemeinsam gemacht haben. Mein Name ist Rainer Hamburger. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin Personalentwickler der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Techniker, Pädagoge, systemischer Berater und Coach und auch Master des Instituts für systemische Beratung. Ich stelle jetzt kurz unsere Verwaltung vor und die Themen, die wir morgen präsentieren werden. Ich sage wir. Morgen wird noch Herr Köhler dabei sein. Das ist der Vizepräsident unserer Verwaltung, der heute verhindert ist und auf gewisse Punkte noch mal morgen detaillierter eingehen wird. Das heißt, ich mache eine Eröffnung, setze so einen Rahmen und Herr Köhler wird dann morgen vertiefen. Die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation ist eine technische Verwaltung in Hessen mit circa 1600 Beschäftigten. Die Mittelbehörde, Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, ist in Wiesbaden und es gibt 7 Ämter für Bodenmanagement mit Anlauf- und Außenstellen verteilt über das Land Hessen. Ich nehme jetzt die Abkürzung, die HVBG vereint Landesvermessungs-, Kataster- und Vermessungs- sowie Flurbereinigungsbehörde in Hessen. Es ist so, dass diese Verwaltung beginnend in 2009 proaktiv in enger Abstimmung mit Politik, Ministerium, Staatssekretär ein Zukunftskonzept für unsere Verwaltung entwickelt hat. Und es war ein Schwerpunkt auf proaktiv und nicht zu warten, bis man entschieden wird, sondern sich Gedanken zu machen, was sind die Themen, wie müssen wir uns aufstellen, um in die Zukunft zu gelangen. Die Hauptpunkte dieser Zukunftsausrichtung war Fokussierung auf Kernaufgaben mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz, Besetzung von Zukunftsthemen, welche Themen werden in der Zukunft aktiv sein, was wird in die Zukunft tragen, Optimierung verwaltungsinterner Prozesse und Strukturen und natürlich eine passgenaue Unterstützung durch Personalentwicklung. Ja, Themen morgen, flächendeckende Einführung von Teamarbeit in dieser Verwaltung mit 1600 Beschäftigten, nicht nur in Teilbereichen, sondern für die gesamte Verwaltung. Besonderheiten sind, Führungskräfte sind nicht im Team und wir haben auch Teams gebildet, die nicht absolut homogen sind. Und warum wir das gemacht haben, wofür, das werden wir morgen berichten. Und Sie stellen sich vor, es ist eine Verwaltung, ja, und da wird mit 1600 Personen flächendeckend Teamarbeit eingeführt und auch noch Einführung als Coaching, als Service. Und zwar, Coaching ist in Verwaltungen jetzt noch nicht so verbreitet. Das ist noch nicht der Regelfall. Und Coaching in der Dimension, wie wir es gemacht haben, schon gar nicht. Ja, wir haben einige Besonderheiten, die noch nicht Mainstream sind. Unter anderem eine Coaching-Kooperation gegründet für Führungskräfte der oberen Führungsebene. In unserer Verwaltung sind das die Amtsleiter der Ämter für Bodenmanagement und die Abteilungsleiter der Mittelbehörde. Und Führungskräfte, Abteilungsleiter und darüber von einer Sparkasse in Hilden-Ratingen-Velbert. Und der dortige Coach
der jetzt unsere Führungskräfte coacht. Ralf Wienold ist heute auch hier, was mir natürlich eine besondere Freude ist. Da ist ja auch die Frage, wofür wird das gemacht? Was generiert mit so einer Vorgehensweise einen Mehrwert? Es war auch ein Innovationstool und es war etwas, wo wir gesagt haben, dass es sowas wie ein Tauschgeschäft ist. Aber Tauschgeschäfte im Sinne von der Netzwerkkultur, dass man was gibt und was bekommt, ja, und nicht irgendeine Organisation sich aussucht, sondern eine Organisation und ein Mensch, der eine Passung hat. Eine Passung wiederum zu der eigenen Organisation, weil ich mache es ja nicht zum Selbstzweck, sondern um einen Mehrwert zu generieren. Das sind Elemente, die wir morgen, Herr Köhler und ich, vorstellen werden. Und Herr Köhler hat gebeten, wie gesagt, diese Zukunftsausrichtung, dieses gesamte Bild nochmal zu schärfen morgen und auch unsere Verwaltung. Insofern gehe ich darauf jetzt nicht ein, sondern mir ist noch wichtig, so zwei Punkte vielleicht noch zu sagen, dass Sie auch so erkennen, welche Veränderungen diese Verwaltung in den letzten Jahren erlebt hat. Wir haben eine Standortreduzierung von ursprünglich 60 Standorten auf 7+3 Außenstellen und eine Personalreduzierung von 2.300 auf 1.600. Und das sind natürlich Hausnummern, wo ich sage, das hat eine Auswirkung auf die Organisation oder auf die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten und natürlich auf die Führungskräfte. Wobei diese Reduzierung war jetzt vor dem Zukunftskonzept, wo Herr Köhler morgen vorstellt, aber er wird die Gesamtkarte morgen nochmal zeigen. Aber Sie sehen, diese Verwaltung ist von massiven Veränderungen betroffen. Und um mit Veränderungen umzugehen, ja, das war ja heute auch schon Thema, wie gehe ich mit Veränderungen um, habe ich einige Punkte, fragmentarische Punkte, rausgesucht, die in diesen Jahren der Veränderung für uns eine Rolle gespielt haben, ohne den Anspruch zu haben, jetzt ein umfassendes, absolutes Bild zu zeigen, was als solches auch gar nicht möglich wäre. Was sind wesentliche Punkte, was sind Punkte, die uns auf diesem Weg begleitet haben, auch von der Einschätzung und von einer Umsetzung der Dinge. Einige Eckpunkte zu diesen Veränderungen im Vorfeld von mir, fragmentarisch, was wichtig war. Also morgen werden weitere Fragmente folgen, was das Bild, das entsteht, noch erweitern wird. Veränderungen können nicht mechanistisch bewerkstelligt werden. Menschen sind keine Dampfmaschine. Ich muss auf Knöpfe drücken und wenn ich die Knöpfe drücke, ist alles gut. Was heißt das? Veränderungen können nicht mechanistisch bewerkstelligt werden. Wir haben es mit Menschen zu tun und wir nehmen Menschen mit. Wie geht das? Menschen brauchen Antworten auf zentrale Fragen und nicht Hochglanz, wo ich übersetzen muss. Zentrale Fragen, die gestellt werden bei Veränderungen, warum weg von hier? Die erste. Wenn ich da keine schlüssige Antwort habe, die nachvollziehbar ist, wird es mit den Veränderungen schwieriger werden. Und natürlich, wohin? Wohin soll die Reise gehen? Und was ist ein orientierungsgebendes Bild? Ein orientierungsgebendes Bild, das in eine Richtung zeigt.
wo Menschen mitgehen können. Wir haben Mission, Vision neu ausgerichtet, Roadmap dazu und gefragt, wie sieht das Haus der HVBG der Zukunft aus? Und zentraler Punkt bei den Veränderungen war Zukunftsausrichtung und Zukunftssicherung der Verwaltung, und zwar proaktiv, nicht in der Wartehaltung. Und erfolgsentscheidend, wir haben ein Synchronisierungsmodell, um in ein gemeinsames Verständnis der Dinge zu kommen. Synchronisierung bedeutet, wir haben in unserer Verwaltung im Führungskreis angefangen und über diskursive Prozesse, die durchaus auch mal länger liefen, an dieser Zukunftsausrichtung gearbeitet. Das heißt, über dialogische Prozesse zu fragen, wie sieht die Vision aus, wie ist unsere Mission, warum existieren wir und wie die Vision. Um dann in dieser Runde zunächst mal eine Verankerung zu haben. Also proaktiv aus uns selbst heraus. Und der nächste Schritt war Abstimmung mit Politik, auch wieder über diskursive Prozesse. Und die Workshops dazu hat PE im Hause begleitet für diese Zukunftsausrichtung. Der nächste Schritt war dann in die einzelnen Organisationseinheiten zu gehen, um auch wieder eine Synchronisierung zu machen, um da zum gemeinsamen Verständnis dieser zentralen Punkte zu kommen, über diskursive Schleifen, um Wirklichkeiten anzugleichen. Und der nächste Schritt war dann, über Veranstaltungen, die auch im dialogischen Prozess liefen, Beschäftigte genau mit diese Fragen, warum weg von hier, wohin, was ist das orientierungsgebende Bild, im dialogischen Prozess zu vermitteln. Alt, neu, alte Welt, wie sah unsere alte Welt aus? Rollen, Kultur, Ziele, Aufgaben und Strukturen, Prozesse. Führung. Führungskultur, passt die noch? Und dann, wie soll die neue Welt aussehen? Auch Rollen, Führung, Kultur. Und da waren die zentralen Elemente eine Veränderungskultur, weil Veränderungen werden ja erstmal oft als Bedrohung erlebt, gerade wenn es gegebenenfalls der Zustand subjektiv für Einzelne schlechter ist wie vorher. Und wie nehme ich die mit? Ja. Kultur der Lösungsorientierung und eine Verantwortungskultur. Und Teamentwicklung, das korrespondiert. Verantwortungskultur, Kultur der Lösungsorientierung, das wurde in den Trainings, wir gehen morgen noch mal näher drauf ein, schon vermittelt. Aber nicht im Sinne von einer Dampfmaschine, sondern im Sinne von einer Reflexion, was macht es mit euch, wenn ihr an Probleme denkt? Was macht es mit euch, wenn ihr an Lösungen denkt? Um schrittweise über einen dialogischen Prozess in einen neuen Zustand zu kommen. Veränderungskultur, Veränderungen aktiv anzunehmen, zu begleiten und auch Zustände, die ich nicht ändern kann, das war in unserer Runde auch ein Thema, zu akzeptieren. Aber da hatten wir Plattformen, damit das geleistet werden kann, unter anderem auch bei dem Projekt Teamentwicklung, bei den Methodentrainings, bei den Coachings, die dann durchgeführt wurden, um da in dieses Zukunftsbild schrittweise iterativ zu kommen. Wichtig bei Führungskräften, gerade bei Führungskräften, nicht nur die emotionale Dynamik bei Veränderungen zu berücksichtigen, ohne Emotion. Anders gesagt,
Emotion jetzt in der technischen Verwaltung, das ist ja jetzt nicht das vorherrschende Prinzip. Ja? Aber da zu sensibilisieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, von PE zu sensibilisieren und zu trainieren im Umgang damit, um Menschen in die neue Welt mitzunehmen und nicht abzuhängen. Wir kennen ja einen Bindungskreislauf von George Kohlrieser, Nähe, Bindung. Dann kommt Trennung, Trennung vom Alten, ja, Trauer. Und wenn es mir nicht gelingt, in neue Nähe und neue Bindung zu kommen, hat es so eine Folge von einer permanenten Depression. So nach Valentin, früher war selbst die Zukunft besser. Ja, Organisationsentwicklung fängt immer bei Führung an. Wichtig ist, alles offen auszusprechen, dass eine Kultur der Offenheit gepflegt wird. Diese Offenheit hatten wir in diesen Runden. Und das ging auch so, dass wir auch neue Elemente wie Systemaufstellung in dieser Ebene eingeführt haben. Und das auch angenommen wurde in gewissen Situationen, weil es gibt kaum eine Methode, wo ich mir so schnell Klarheit über ein System verschaffen kann und dann auch in Lösungsräume komme, wie jetzt gegeben, wie eine Systemaufstellung, die aber dann nachbereitet wurde. Und einige dieser Elemente sind auch in dieser Coaching-Kooperation entstanden, weil es so eine Innovationsschiene war, wo wir Neues mal auf die Bühne gebracht haben, Ralf und ich, um so alte Wege zu verlassen und in neue Wege auch mal reinzugehen. Und wie das so im Einzelnen aussieht, werden wir auch morgen vorstellen. Dann war ein Thema bei uns, die Theatermetapher. Und zwar so der Gedanke, wie sieht das Drehbuch aus? Also die Theatermetapher auf die Organisation von dir. Wie sieht das Drehbuch aus, dass eine Aufführung gelingt? Wer sind denn die Akteure? Und wie heißt das Stück? Und eine Regiekompetenz zu haben, das erfolgreich umzusetzen. Und dieses einfache Bild, das ist ja jetzt nicht kompliziert, ja? Aber das hat verändert. Und wir hatten das im Führungskreis, ich erinnere an den ersten Führungskreis, Theatermetapher. Wir sind doch nicht im Theater, ja? Mittlerweile ist dieser Begriff in unserer Organisation eingeführt. Aber jeden Tag Abend, ja. Ja, genau. Theatermetapher. Ja, mittlerweile, und Drehbücher werden geschrieben. Ja? Dann Randschärfe, Kernprägnanz. Wir hatten heute so das Thema Seele. Wo ist die Seele? Und da ist auch gerade in der technischen Verwaltung die Sehnsucht nach Millimeter. 4 Stellen, die sind schon cool, ja? Und vielleicht geht noch mehr. Ja, das ist ja klar, wenn ich so präzise arbeite in gewissen Bereichen, das hat natürlich eine Wirkung. Aber dann die Kernprägnanz, auf die Kernprägnanz der Dinge zu gucken und Leute da mitzunehmen, diese Kernprägnanz zu sehen, wo entscheidet sich denn ein System? Wenn ich in Veränderung gehe, in Teamentwicklung oder wenn ich neue Sachen implementiere. Das Wesen der Dinge. Was ist das Wesen der Dinge? Das ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Und mit einfachen Fragen ist eine Entwicklung zu machen. Was ein weiterer Punkt war, war jetzt auch in der Gruppe bei uns, in der Reflexionsgruppe angesprochen, so Defizitorientierung, das hat zur Folge, wenn ich sage, wir leben in Defiziten in einer Organisation, ich fokussiere mich auf Defiziten, auf das, was fehlt. Ich würde gerade noch Defizite, eine Fokussierung auf Defizite, auf das, was fehlt, hat das zur Folge, dass eine Organisation sehr schnell ausbrennt, ja? Weil Leute sind getrieben und denken, sie müssten immer höher drehen und dann wäre alles besser und eigentlich fehlt dann die Wertschätzung für das, was erreicht ist. Also bei Veränderungen die Wertschätzung des Erreichten
und nicht ein Gefühl des ständigen Mangels. Um da aus dieser Grundlage nach vorne zu spielen und nicht aus dem Getriebensein. Der Hamster, der immer schneller rennt. Ja? Ich finde es total spannend und ich freue mich schon auf morgen und auf den Vortrag. Nur ich wollte nur sagen, ich kann nicht mehr ganz folgen, ich komme nicht mehr bei allem mit. Also ich freue mich, wenn Sie morgen die Punkte nochmal wiederholen. Okay. Ich habe ja gesagt, fragmentarisch, dann werden morgen in diesem Sinne auch noch ein paar Bälle kommen, sodass ich denke, dann, ja, gerne. Ja, das mache ich jetzt noch rund so. Ja, wie nehme ich Menschen mit? Wir hatten uns intensiv mit... auch mit Hirnforschung beschäftigt, Gerald Hüther, Uni Göttingen, war auch hier schon. Grundbedürfnisse des Menschen, Bindung, Entfaltung, Sehnsucht nach Sinn. Und Nachhaltigkeit erzeuge ich, wenn ich emotional berührt werde, wenn ich mich entfalten und ausdrücken kann. Und da ist die Brücke auch zur Teamentwicklung. Ja? Menschen kommen in Verantwortung, können sich mehr ausdrücken. Und Sehnsucht nach Sinn, wenn ich die wesentlichen Fragen beantworte. Und der Slogan, den wir hatten für diese Veränderungen, ist gemeinsam in die Zukunft. Also nicht, dass welche zurückbleiben sollen, sondern gemeinsam in die Zukunft zu gehen, die gemeinsam kreiert wurde. Was für mich... Was für mich, jetzt kommt noch ein Bild und dann komme ich in Kürze zum Ende. Ja, es war ein langer Tag. Hier sehen Sie einen Weg. Jetzt will ich mal einfrieren wieder. Ja. Was mir auf dem Weg begegnet ist, hier sehen Sie, Weg ist ja ein archetypisches Bild, das ist ein Urbild. Altes, Vertrautes, Verlassen, Aufbruch, Abenteuer und auch Verwandlung. Ein weiteres Bild, das mir einfällt, ist die Individuation, Heldenreise. Das heißt, von einer begrenzten Sicht seiner selbst in eine umfassendere zu kommen, neue Möglichkeitsfelder zu aktivieren. Und das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für Organisationen. Und ich habe auf dieser Reise erlebt, wie sich Menschen verändert haben, wie teilweise total spannende Veränderungen, Stärkungen zutage gefördert wurden und auch, wie sich unsere Organisation verändert hat. Die Reise hat natürlich auch viel gefordert, aber jetzt haben wir ein Plateau erreicht, wo wir von da aus, denke ich mal, in eine Setzung wieder kommen, weil permanente Veränderung ist für eine Organisation äußerst ungut. Also die letzte noch nicht abgeschlossen und die neueste kommt schon wieder. Und dazu wird morgen Herr Köhler noch mal umfassender berichten. In diesem Sinne, das ist jetzt mein Schluss. Morgen stellen wir zwei Elemente dieser Reise vor. Die flächendeckende Einführung von Teamarbeit und von Coaching als Service in der Organisation einer Verwaltung. Herzlichen Dank, einen schönen Abend und guten Appetit. Applaus